In India, there are people. In Indien gibt es Menschen, die ihre okkulte Kunst an Bäumen praktizieren. Du hast davon gehört? Sie praktizieren ihre okkulte Kunst. Sie brauchen ein Objekt, an dem sie üben können. Sie bringen die Bäume tatsächlich zum Bluten. Rotes Blut kommt heraus. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Sie machen alles Mögliche mit den Bäumen. Angenommen, du nimmst einen solchen Baum und fällst ihn, dann wird er ein sehr malträtierter Baum sein. Wenn das in jemandes Haus käme, in eine unschuldige Familie, die nichts davon weiß, könnten sie sich selbst Schaden zufügen. Normalerweise wird in Indien das Schreinerhandwerk traditionell gelehrt. Jetzt wird es natürlich in Schulen gelehrt und so. Diese besondere Gemeinschaft, die man in Südindien allgemein Acharis nennt, ja? Dort wird ihnen beigebracht, wie man das Holz fühlt. Wie man das Holz benutzt. Sie lehnen das Holz manchmal einfach ab. Sie nehmen es nicht an. Jetzt ist das alles aus kommerziellen Gründen verschwunden. Jedes Stück Holz wird verwendet und in alles gesteckt, okay? Und jetzt ist alles Sperrholz. Du weißt nicht, was zum Teufel da alles drin ist, okay? Wenn du sonst zu einem traditionellen Achari gehst und sagst, ich brauche das für meinen, sagen wir, für mein Puja-Zimmer oder für meinen Gebetsraum, wird er sagen, nein, dieses Holz kann ich nicht verwenden. Hol mir ein anderes Holz. Wenn er sagt, das ist für mein, du weißt schon, ich mache eine Wiege für mein Kind, wird er sagen, nein, dieses Holz, ich werde das nicht für das Kind machen. Auf diese Weise werden sie zu Experten darin, das Holz so zu fühlen. Aber das alles ist fast, ich würde sagen, mehr als 90% sind leider verschwunden. Vor 20 bis 30 Jahren, vor etwa 30 Jahren, als ich in der Baubranche war, gab es diese Dinge noch. Und jetzt ist es so, dass alles geschnitten und verpackt wird und niemand sich darum kümmert, was. Es ist eine sehr subtile Kraft. Nur manchmal ist sie sehr stark. Ansonsten ist es allgemein eine subtile Kraft. In vielen Haushalten sind es wahrscheinlich Frauen. Wenn die Frauen nicht, ich meine das nicht negativ, wenn sie nicht abgehoben, karriereorientiert, sondern etwas feinfühlig sind, sie fühlen das zu Hause um sich herum. Wenn diese Art von Frauen da sind, wissen sie wahrscheinlich, wo sie was hinstellen sollen, ohne wirklich darüber nachzudenken, ohne es, du weißt schon, exakt logisch zu verstehen. Aber sie ordnen es vielleicht in der Art, dass es sich nicht, es fühlt sich gut an, dass es nicht zu einer negativen Kraft im Haus wird. Ich bin mir sicher, dass viele Frauen auf solche Dinge sensibel reagieren. Sie mögen sich dessen nicht bewusst sein. Weil ich habe vor allem eine meiner Tanten gesehen. Die Stunden damit verbracht hat, die Positionen zu wechseln, ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen so, bis sie fühlt, ich bin auch so. Ich muss die Sachen überall herumschieben. So muss es sein, denn wenn du feinfühlig bist, sind all diese Dinge für dich real. Also, das Leben hat viele, 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 viele Dimensionen. Wie weit du zu erkunden bereit bist, so reich ist dein Leben. Ob du nun kochst oder ob du schreinerst oder den Boden fegst, es gibt Millionen von Möglichkeiten, die gleiche Sache zu tun, oder? Es gibt 1 Million verschiedene Möglichkeiten, die gleiche Sache zu tun. Es ist nicht in jedermanns Händen dasselbe, oder? Es ist nicht dasselbe. Wenn du also nicht aufmerksam bist, ist nichts, nichts da. Alles besteht nur aus Stein und Lehm. Wenn du aufmerksam bist, wird alles zu etwas anderem. Wie viel Aufmerksamkeit, wie ausgeprägt ist deine Aufmerksamkeit?
Wie viel Aufmerksamkeit hat das Leben deiner Meinung nach verdient? Das ist die große Frage. That's a big question. Wie viel Aufmerksamkeit hat das Leben deiner Meinung nach verdient? Wie viel? Alles, was du hast, ist das nicht so? Wenn du aufmerksam bist, ist alles exotisch, alles ist fabelhaft, alles ist prächtig. Magnificent. Alles ist ein Zugang zum Göttlichen. Wenn du nicht aufmerksam bist, ist alles nur Stein und Lehm. Dies ist kein spirituell bedeutsamer Ort, aber er hat eine okkulte Bedeutsamkeit, die vielleicht nicht sehr attraktiv oder schmackhaft ist. Und mit ihren blanken Zähnen verbeißen sie sich in den Hals des Tieres und trinken einfach das Blut. Menschen können sich immensen Schaden zufügen, wenn sie so etwas in ihr Haus bringen. In Indien gibt es einen regelrechten Kult dieser Art. Die Schlange kann so programmiert werden, dass sie zu dieser Person geht und sie beißt.